Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, sich auszurichten und nicht zu viel in den News der Aufklärung zu sein. Ich sage nicht, dass es nicht noch dran ist. Ich meine, die Schleier fallen, es löst sich ja auch auf, weil es ans Licht kommt. Sprich, offenbart wird durch die Aufklärungsszene. Aber wichtig ist auch, und für manche ist vielleicht auch nur das wichtig und andere leben eben so beides. Ja, ich habe hier gelernt, was macht, nicht mit den Augen der Liebe gesehen zu werden. Also betrachtet die Menschen mit den Augen der Liebe, betrachtet alles euch um euch herum mit den Augen der Liebe. Und wenn ihr das Licht, Jesus bedeutet wohl auf Aramäisch jeder, in jedem seht, dann tritt es zutage, die da stehen. Ja, wenn ihr das Licht seht, wenn ihr euch darauf fokussiert, dann ist es überhaupt nicht mehr wichtig, die Baustellen zu betrachten, dieses ewige Spiegeln, was sowieso nie frei war von Projektionen. Dann strahlt das Licht. Also, ich fokussiere mich schon lange. Die Erfahrung habe ich schon vor Jahren an dieser, damals hießen sie ja noch Schule für Erziehungshilfe gemacht. Fokussiere ich mich auf die Schatten, dann leben die, dann zeigen die. Aber deswegen lösten die sich zur damaligen Zeit. Es war ja eine ganz andere Zeit. Da war diese Zeitqualität dafür noch nicht so da. Auch noch lange nicht immer gleich so auf. Dämonen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber Fokus auf das Licht und schon damals zeigten sie dann ihre lichtvolle Seite, das Licht in ihnen, es ist in jedem von uns und tut auch alles mit Liebe, in Liebe. Das ist für mich auch die Christusbotschaft, die Christuskraft, die ja jetzt auch wieder ganz stark, ich sag mal einfach im Feld ist und jedem zur Verfügung steht. Seht alles mit den Augen der Liebe, schaut nicht nur auf das Dunkel. Auch wenn es natürlich für viele auch noch Lebensaufgabe und Auftrag ist, damit da Licht reinkommt, damit es transformiert wird, sich auflöst, ins Licht geht sozusagen und tut alles mit Liebe. Ich meine, das war natürlich schwer, ja, in der Matrix. Viele hatten Berufe, die waren alles andere als Berufung, also hatten, haben ja noch. Aber dennoch versucht so viel wie möglich, was ihr tut, mit Liebe zu tun. Lebt einfach, seid gelebtes Licht, gelebte Liebe. Und das ist kein Kitsch. Das ist die Wahrheit der neuen Zeit, Schöpferkraft. Achtet auch darauf, was ihr seht, glaubt, denkt, fühlt. Ja. Herzlichen Gruß.